Jo Leute und herzlich willkommen zu diesem Infovideo. Ich wollte einmal zwei Sachen ansprechen. In dem Hintergrund läuft jetzt ein bisschen Gameplay mit Chronic B7. Die Killaura ist sehr viel leckerer geworden. Und Autoband auch nicht mehr. Und ja, mit einem neuen Speed-Update wird die auch richtig lecker sein. Die funktioniert tatsächlich besser auf mehreren Personen als auf einer. Aber insgesamt würde ich sagen, dass sie schon besser als die von Xayve ist. Und ja, dann kommen wir erstmal zum ersten Thema, nämlich dass ich seit langer Zeit mal wieder ein Intro möchte, weil ich einfach ein Lied gefunden habe, was mir so gut zusagt. Was ihr auch schon die ganze Zeit im Hintergrund hört übrigens. Das ist von Suicide Boys. Und dazu würde ich gerne ein Intro gemacht haben wollen. Und das ist einmal dann der erste Link in der Beschreibung für die Leute unter euch, die designen können und Intros machen können und so weiter. Und ihr könnt mich auf Skype adden oder mir einfach eine YouTube-PN schreiben. Mein Skype lässt sich im Internet finden und lässt sich auch per PN herausfinden, wenn ihr dann Intro machen wollt. Oder ihr schickt mir dann einfach den Link vom fertigen Intro. Und dazu, ich werde den Macher vom Intro dauerhaft auf meinem Kanal verlinken, in meiner Beschreibung und so weiter. Und falls der Designer, falls er dann tatsächlich so ein gutes Intro macht, was mir dann zusagen sollte, meine ich, sorry, dann kann er auch noch andere Forderungen stellen, falls die Verlinkung bzw. der Push dann nicht ausreichen sollte. Also ich bin auch gewillt, was dafür zu geben, falls es wirklich gut werden sollte. Ich habe keine bestimmte Stelle, die in dem Video genommen werden sollte, beziehungsweise halt, das Intro soll wirklich mit dem Musikvideo zusammen sein. Also es soll ein Intro mit dem Musikvideo sein. Und die Stelle ist vollkommen egal. Hauptsache, es passt halt einfach gut. Und ich habe da zwar schon so drei Stellen gesehen, die werde ich vielleicht noch in die Beschreibung schreiben, wenn nicht, dann halt nicht. Dann sucht ihr es euch einfach selber raus und das ist auch gut. Und dann zum zweiten Thema, nämlich dass der Shop ja am Ende August, also dieses Monats, ja wieder da sein sollte, möchte ich auch euch die Möglichkeit geben, eure Minecraft-Clients zu verkaufen. Das wird dann so funktionieren, dass ihr dann einen Client macht, wir den dann halt erstmal testen, ob er würdig ist, in den Shop genommen zu werden oder was auch immer, ob er halt gut genug ist. Dann werde ich darüber halt erstmal vielleicht so ein Video machen, eine Vorstellung, wie die Leute den dann finden und ob er dann in den Shop aufgenommen wird. Dazu muss gesagt werden, damit der Client verkauft werden darf, damit ich da auch Copyright drauf packen kann und alles Mögliche, muss es ein Injection-Client sein, weil man sonst dank den Mojang-AGBs den Client nicht verkaufen dürfte. Die Coder kriegen dann auch natürlich 50% oder mehr Prozent, je nachdem wie gut oder wie schlecht oder wie auch immer der Client ist. Je nachdem könnt ihr dann mit uns kommunizieren und das dann herausfinden, wie viel ihr selber von dem Client bekommt. Wahrscheinlich ist es ein größerer Prozentanteil, je nachdem halt. Und ja, ich hoffe, das gefällt euch soweit. Wir werden natürlich auch weiterhin noch selber Coder suchen. Ich denke, Paul wird auch, also Vertex wird wahrscheinlich wieder ein Client machen wie null. Und ja, ich denke, das war's dann soweit mit dem Video. Ich lasse das Gameplay jetzt noch ein bisschen auslaufen und die Musik einfach weiterlaufen. Weil da noch ein Admin in der Runde war, der hat mich irgendwie nicht gebannt. Das interessiert mich auch nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es nur ein Infovideo war. Wenn ja, dann lasst ein Like da und wir sehen uns dann morgen bei einem anderen Video wieder. Haut rein. Ciao.